Exil. Hören Sie bitte jetzt im dritten Programm Gehirnstriptease für Exilsüchtige. Mauergrips im Plastikbeutel. Erziehung zum Klickendenken. Von Bach die Kantaten, von Krupp die Chemiegranaten, von Ernst Wiechert Gemüt. Das einfache Leben kommt immer an. Gut verpackt von Bertelsmann. Sagen Sie, teilen Sie denn die Ansicht, dass es in Deutschland so besonders schwer sei, politisches Kabarett richtig ankommen zu lassen? Ja, in welchem Deutschland? Na, sagen wir vorerst mal in unserem. In unserem Teil. In Westdeutschland. Beispielsweise. Ich will Ihnen sagen, warum es schwer ist. Die Kommunistische Partei ist verboten, ja? Eine richtige Opposition kann es ja gar nicht geben. Die SPD hat sich als Reformpartei, Wehner hat das ja klar erklärt, herausgebildet, ist überhaupt keine revolutionäre Partei mehr. Wer aber heute richtige Alternativen bieten will und wer also, sagen wir mal, wirklich im Kabarett Schärfe noch bringen will und wer da mal ein bisschen an den Produktionsverhältnissen rummeckern will und am System überhaupt, der müsste zumindest also die Philosophie des Leninismus, Marxismus studiert haben, ja. Wenn er sich schon nicht vertritt, aber studiert müsste er sie haben und er müsste sie kennen. Nun, trotz aller Bedenken, mögen Sie die Deutschen, die Westdeutschen und die Ostdeutschen? Also als Europäer könnte ich mir sie ganz gut vorstellen. Was erhoffen Sie sich, wenn Sie mit einem Kollegen von drüben auftreten, beispielsweise mit Herrn Biermann? Das hätte rein, also wenn ich das Wort nicht zu sehr pathetisiere hier, und das, ich hasse ja so ein Pathos, rein europäische Gründe. Sind Sie Patriot? Wenn Sie dieses Europa, was ich meine, meinen, ja, dann ja.